Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prison Architect. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, unser Gefängnis wächst und gedeiht und glücklicherweise müssen wir es noch nicht mit diesen nervigen Gefangenen beschmutzen, die dauernd alles kaputt machen und... Naja, ihr wisst ja, was ich meine, ne? In jedem Fall, wir arbeiten so viel raus wie geht, ohne uns die Gefangenen schon mal aufhalsen zu müssen. So, die Kantine ist das hier. Und die Küche das. So. Tische hatte ich vorher geschickterweise schon mal ausgeplant. Sollte auch für alle Gefangenen reichen. Hoffe ich zumindestens. Und ja, ich überlege später dann noch einen Bereich für die Schutzhäftlinge einzubauen. Der kriegt dann aber seinen eigenen Kantinenbereich und auch eine eigene Kantine. Hoppala. So, Serviertisch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Sieht doch schick aus. Dann Lampen. Einmal hier. Und dann hier und hier. Hier und hier. Hier auch. Dann am besten noch hier. Also wäre am besten hier schon gewesen. So. Das sollte das Ganze eigentlich angemessen ausleuchten. Ich weiß nicht, ob das von der Stromversorgung reicht. Müssen wir mal schauen. Und in der Küche. Vier Spülen. Das sieht doch auch mal nach was aus. Dann kommt dazu noch adäquate Beleuchtung. Und natürlich kommen da noch Löschanlagen rein. Oh, ist nicht ganz gleichmäßig, aber hier darf es ruhig hell sein. In der Küche passieren sonst so viele Unfälle. Dann 1, 2, 3, 4. 5 Mülleimer. Und ein Wasserrohr. Das entsprechend alles mitversorgt. Ja, die Lampe hätte da ruhig bleiben dürfen.
mal immer eins neben den Lampen. Ein Sprinkler. Das sollte für diese Küche eigentlich vorreichen. So. Kommt eine ganze Menge Holz zusammen. Aber das kleine bisschen extra Kapital kann man natürlich gut gebrauchen. Wie sieht's hier aus? Gartenpflege, Reinigung nehmen wir mit. Erweiterung, Mikromanagement, Kredit brauchen wir zwar wahrscheinlich nicht, aber Gefängnisregel nehmen wir mit. Gesundheit auch. Und auch Ausbildung. Wie wäre es, wenn wir den Leuten auch noch ein paar Sitzmöglichkeiten bieten? Einfach mal so. Weil die könnten von mir aus auch gerne im Stehen essen. Sind immerhin Verbrecher, ne? Brauchen wir vielleicht gar nicht zu großzügig zu sein, aber... Trotzdem, unser Personal braucht natürlich ein klein wenig Zeit, um das alles einzubauen. Schauen wir mal, die Außenwand wächst auch Stück für Stück. Schade. Ist nicht so wie in RimWorld, wo wir ihn zu einer spezifischen Aufgabe schicken können. Ich hoffe mal, die kommen vorher auf die Idee, diese Wände abzureißen. Aber trotzdem sieht schon sehr, 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 sehr einschüchtern aus. Wobei, ich möchte nicht zu viele Durchgänge machen. Hier auch einen. Und hier einen. Sonst kommen die nur noch auf Ideen. So. Thank you.
Yay! Sie bauen tatsächlich entsprechend Wände ab, wenn sie da in der Nähe sind. Das ist schön. Hier ist auch gut ausgeleuchtet. Ah, haben wir doch zu wenig Kondensator an eingebaut. Ja, die Metalldetektoren fressen auch eine Menge und die Herde natürlich sowieso. Hier aus. Sehr schön. Die können wir entfernen. Die können wir entfernen. Steht soweit alles schon. Die können wir schon mal entfernen. Ja, hier ist noch keine Tür eingebaut, das machen wir natürlich auch. So. Und es ist immer noch ein bisschen Kapazität übrig. Sehr schön. Sieht doch sehr schick aus hier. Stellen Sie mindestens zwei Köche ein. Ist somit geschehen. Und am Hof arbeiten wir gerade. Müsste schon alles stehen. Die Sachen müssten stehen. Beziehungsweise die werden auch gerade schon gebaut. Lassen sich am besten sehen, wenn wir diesen Plan wieder entfernt haben. Wie sieht's hier aus? Na, wenn er denn drauf besteht, dieses Büro zu kriegen. Die können wir auch entfernen. Das können wir entfernen. Denn die Platten liegen ja schon. Gartenpflegereinigung haben wir auch. Gut, Psychologen könnten wir jetzt auch einstellen. Einfach damit man hier ein bisschen besser sieht. Dann können wir klonen, das ist sehr gut. Ich möchte aber eigentlich nur den... okay. Machen wir anders. So.
Passt. Geld haben wir ja reichlich durch unsere Baumverkäufe. Wie sieht es denn hier aus? Hier wird schon von der anderen Richtung entgegengearbeitet, das ist auch gut. Ah, die Zäune stehen auch schon. Sehr schön. Dann. $25.000, ein Schnäppchen. Wisst ihr, was ich nicht eingeplant habe? Besuchsräume. Naja, hier ist ja noch ein bisschen Platz. Und da ist auch noch keine Tür drin. Da ist inzwischen eine drin. Kommt später. Hier müssen noch Türen rein. Hier fehlt ein Stück Zaun. Damit der Hof als richtiger Hof gilt, muss der dann natürlich nachher auch wieder umfasst werden. Das kriegen wir hin, indem wir den bis zu den Türen erweitern. Erstmal jeweils Durchgänge fürs Personal. Okay, natürlich auch hier und hier, damit die Laufwege möglichst kurz gehalten werden können. So. Die brauchen wir eigentlich nicht.
Mal so Interesse halber. Nein, können wir nicht. Türrahmen und Metalldetektoren lassen sich nicht kombinieren. Okay. Hier kommt eine Tür hin. Und schon mal Zäune. Hier haben wir Zäune geplant. Nee, die brauchen wir erstmal nicht. Na, schauen wir erstmal. Eins nach dem anderen. Das wird alles hier drüber mit versorgt. Das passt gut. So, das läuft auch. Die können wir mit in die Forschung mit einbeziehen. Die Waffen kann man natürlich auch. Wir machen das ein bisschen... Ne, okay, die sind in Ordnung. Bisschen anders. Jeder Block bekommt seinen eigenen Hofzugang. Ist ein bisschen ungünstig, weil an sich hatte ich geplant, das zur Bewährungsanhörung. Naja. Gut, müssen wir halt ein bisschen umplanen. Der Stromverbrauch wird hoppla. Soll auch ein bisschen höher werden. Aber was soll's, ein effizienteres Gefängnis ist mir das in jedem Fall wert. Thank you.
So, wie sieht's bei den anderen Bauarbeiten aus? Langsam, aber stetig. Das ist sehr gut. Entfernen wir den Plan schon mal. Stecke nicht immer bei unseren Arbeiten im Weg. So. So, der obere Zaun ist also hier im Großen und Ganzen schon fertig. Das ist schön. Türen drin, aber da haben wir vergessen, den Zaun abzureißen. Da ist geplant, den Zaun abzureißen. Schön. Alles schön ausleuchten, auch wenn wir noch keinen Strom haben. Muss mal ein bisschen versetzen. Aha, da hat er doch keine zweite Tür eingebaut. Dann machen wir das nachträglich. Hey, 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 das sieht ja langsam wie ein Gefängnis aus. Der nimmt den Hof aber so an. Da ist der Timer, dann
Wie immer, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Da erreichen die mich am schnellsten. Link zum Spiel und zu allen Mods. Nee, Mods verwende ich hier ja noch gar keine. Findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!